Kutan Immobilien, wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht. Erstklassiger Service, hervorragendes Know-how, Seriosität, Kompetenz und Leistung. Seit fast 30 Jahren für Tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kutan Immobilien. Tipps für Immobilienprivatverkäufer und Risiken im Kaufvertrag. Unter diesem Motto organisierte Kutan Immobilien in der abgelaufenen Woche mehrere Veranstaltungen in der Region. Dabei plauderte Georg Kutan immer wieder aus dem Nähkästchen und gab kostenlos für alle Interessenten Tipps über Chancen und Risiken beim privaten Immobilienverkauf aus über 30 Jahren Erfahrung wieder. Zum einen haben wir ein großes Wissen, das wir deshalb teilen, weil uns Leute auch kennenlernen und unsere Expertise dann erfahren. Und sicherlich wird es auch so sein, dass wir weiterempfohlen werden oder auch, dass der ein oder andere von unserem Abend womöglich unser Kunde als Verkäufer wird. Häufigste Fehlerquelle beim privaten An- und Verkauf sei die Preisfindung der Immobilie, aber auch Kleinigkeiten wie beispielsweise die Organisation der Besichtigung oder das Inserieren der Immobilie berge Gefahr. Wenn Sie es auf ein Stichwort runterbrechen würden, was ist das Wichtigste, wenn ich heute eine Immobilie verkaufe oder kaufen möchte? Dass ich mich vorbereite, über den Preis am Markt mich bestens informiere und dann mir überlege, wie stelle ich meine Unterlagen zusammen und last but not least, wie führe ich die Besichtigungen und als Abschluss den Kaufvertrag so durch, dass er auch rechtssicher ist und dass ich auf der sicheren Seite bin. Gestern am Donnerstag, den 14.09., fand der Informationsabend im exklusiven Küchenzentrum Habermehl und Valley in Ludwigshafen statt. Dort ist der Abend wiederum eingebunden in die Immobilien- und Einrichtungstage 2017, die noch bis Sonntag gehen. Eine Anmeldung ist hierfür nicht erforderlich und der Eintritt ist kostenlos. Darauf hingewiesen sei allerdings an dieser Stelle, dass eine Spende geleistet werden kann, welche Habermehl und Valley komplett an das Kinderhospiz in Speyer weitergeben. Bauen, Wohnen, Einrichten ist ein ganz aktuelles Thema in der Metropolregion Rhein-Neckar. Deswegen haben wir bei den Immobilien- und Einrichtungstage 2017 hier im Küchenzentrum Habermehl und Valley die Immobilienspezialisten vor Ort eingeladen. Und da zählt natürlich das Immobilienbüro Kutan als Platzhirsch hier in Ludwigshafen und in der Metropolregion unbedingt dazu. Daneben haben wir noch große Firmen eingeladen, wie die Firma Freisberg, die Firma TK Wohnbau, als Spezialisten rund um das Thema Immobilien. Darüber hinaus haben wir für unsere Besucher der Immobilientage ein sehr interessantes Rahmenprogramm zusammengestellt. Es werden Vorträge gehalten zum Thema, wie kann ich meine Immobilien bestmöglich verkaufen? Wie bekomme ich Rechtssicherheit bei den Kaufverträgen? Wie kann ich als Immobilienverkäufer sicherstellen, dass ich meinen Kaufpreis auch erhalten werde? Das ist ein Rahmenprogramm, was wir zusammengestellt haben für unsere Besucher. Darüber hinaus informieren wir auch über die neuesten Trends bei den Küchen, bei Küchengeräten und auch bei der Einrichtung, weil wir nicht nur die Wohnung im Fokus haben, sondern auch den persönlichen Lifestyle des Kunden. Somit runden unsere Aussteller das Informationsbedürfnis der Besucher ab. Den zweiten Teil des Abends gestaltete Immobilienrechtler Martin Wegner. Als Rechtsanwalt und früherer Büroleiter eines Notariats brachte Wegner über 2 Jahrzehnte Erfahrung im Umgang mit den Risiken beim Kauf und Verkauf von Immobilien mit. Die häufigsten rechtlichen Probleme sind insbesondere gehen um die Frage der Information, der beidseitigen Information zwischen Käufer und Verkäufer. Was ist wesentlich, über was muss ich informieren? Einer der wesentlichen Probleme ist auch, was ist überhaupt Kaufgegenstand? Was ist dort drin? Ich frage zum Beispiel, ist die Alarmanlage noch mit drin? Ist der Swimmingpool noch mit drin? Ist die Sauna noch mit drin? Ist die Einbauküche noch mit drin? Das sind häufig Detailfragen in diesem Zusammenhang. Ganz problematisch oder eine große Herausforderung für Käufer und Verkäufer ist die Frage, was mache ich denn überhaupt? Überhaupt zu verstehen, der Immobilienverkauf ist ein recht komplexer Vorgang. Was steht in dem Notarvertrag drin? Ist es das, was ich mir wirklich vorstelle? Und diesen Fragen hat sich der Käufer oder aber auch Verkäufer zu stellen. Wenn Sie das jetzt so beschreiben, würden Sie sagen, dass heutzutage ein Anwalt nötig ist für den Hauskauf oder Verkauf? Ja, zunächst einmal ist der Notar dort. Der ist aufgefordert, einen Vertrag zu machen, der beiden Interessen, also Käufer und Verkäufer, entspricht. Und er hat den Notar neutral zu gestalten.
Aus der Perspektive des Anwalts gilt ja zunächst einmal die Interessenverwirklichung der einzelnen Partei, die nach Beratung nachsucht. Und da ist natürlich ganz andere Aspekte. Da sind Aspekte zum Beispiel, wie kann der Verkäufer sich absichern, wenn der Käufer nicht zahlt? Nicht? Oder wie funktioniert denn überhaupt die Übergabe von Besitz, Nutzen, Lasten beim Kaufvertrag? Darüber soll man sprechen, darüber soll man sich beraten lassen. Es ist ein großer Vertrag. Der Notar sorgt für eine ausgeglichene Regelung und der Anwalt sorgt für eine parteibezogene Ausgleich.